herzlich willkommen zu einem weiteren Film von teleschirm.info und cryptomag.de. Heute soll es darum gehen, wie man Tails Linux bekommt und im Anschluss dann auch verwendet. Zunächst einmal wird natürlich Safari geöffnet. Dort wird als erstes die Seite tails.boom.org angesteuert hier. tails.boom.org. Dann hat man hier auf der Seite den Herunterladen-Button. Da klickt man ganz einfach drauf und dann lädt OS X auch ganz flink herunter. Ist Tails Linux dann heruntergeladen, ist das ganz normal im Downloads-Ordner hier zu finden unter Tails ISO. Nun, wie bekommen wir das Tails Linux auf unseren USB-Stick? Das sieht jetzt erstmal schwieriger aus, als es ist. Zunächst einmal wird über den Programmeordner und den Dienstprogrammeordner das Terminal geöffnet. Kommt auch schon das Prompt. Und nun müssen wir einen kurzen kleinen Befehl eingeben. Und zwar lautet der diskutil und gefolgt von dem Wort list. Abgeschickt wird das mit der Taste Enter. Und nun sehen wir sämtliche Festplatten, die an diesem Mac angeschlossen sind und eben auch USB-Sticks. Der USB-Stick sollte in dem Fall schon angeschlossen sein, wie man hier sieht, ich habe ihn schon richtig benannt. Und was wir nun tun, ist, wir schauen, wo ist unser USB-Stick. Hier ist der Name Tails, so habe ich den genannt, und die Größe passt auch, 7,8 GB. Hier ist der Pfad dazu. Den kopiere ich mir raus mit Command-C, schreibe weiter ein Kommando, was heißt diskutil unmount disk, unmount disk in einem Wort, gefolgt von diesem Pfad. Den Pfad kann ich einfügen mit Command-V, lasse das mit Enter abschicken und nun sagt er mir, dass das Unmounten erfolgreich war. Und das müssten wir auch im Finder sehen. Hier fehlt jetzt der USB-Stick. Wichtig dazu zu sagen ist, der USB-Stick bleibt am USB-Port angeschlossen. Der sollte nicht gezogen werden. Ist der USB-Stick nun ausgeworfen, geht es weiter mit dem Schreiben. Und zwar machen wir das relativ einfach. Wir müssen den Befehl sudo eingeben, gefolgt von einem Leerzeichen. Dahinter kommt dd, ganz wichtig klein. if ist gleich. Und hier kommt etwas Individuelles, nämlich der Pfad zu Ihrem ISO. Den können Sie einfach aus dem Downloads-Ordner direkt ins Terminal ziehen. Sie sehen, dass der Pfad nun automatisch ins Terminal eingefügt wird. Das Leerzeichen dahinter belassen wir so und folgen mit dem Befehl off. Schreiben wieder ein ist gleich und nun nehmen wir den Device, den wir eben ausgeworfen haben, nämlich in meinem Fall Disk 2. Den können wir einfach wieder einfügen mit Command V und nun schicken wir das einfach wieder mit Enter ab. Nun wird ein Kennwort verlangt und nun wird eine ganze Weile lang nichts passieren. Also es sieht aus, als würde nichts passieren. In Wahrheit aber wird jetzt dieses gesamte Image draufgeschrieben. Wenn Sie einen USB 2.0 Anschluss benutzen und einen USB 2.0 USB-Stick, kann das schon mal 1,5 bis 2 Stunden dauern, bis alle Daten draufgeschrieben sind. Den Fortschritt können Sie sich anzeigen, wenn Sie Ctrl-T, also Ctrl-T zusammendrücken. Dann sehen Sie dieses Bild und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Prompt wieder auftauchen. Das Prompt ist in meinem Fall dieser Teil, alles was vor dem Dollarzeichen steht. Und vermutlich haben Sie auch eine Statusanzeige an Ihrem USB-Stick, aber verzweifeln Sie nicht, wenn es mal mehr als eine Stunde dauert. Das ist vollkommen normal und hängt mit der Schreibgeschwindigkeit Ihres USB-Sticks und natürlich auch dem Port zusammen. Ist der Schreibprozess abgeschlossen,
können Sie auch Ihr Terminal wieder schließen. Und nun müssen Sie den USB-Stick an den Port lassen und starten einfach das Betriebssystem komplett neu. Wie Sie dann mit Tails weiterarbeiten, erfahren Sie im folgenden Film. Besuchen Sie auch cryptomike.de oder teleschirm.info, um mehr über Tails Linux zu erfahren oder darüber, wie Sie Ihre Daten effizient schützen können.